Hallo Gunnar, du hältst meine Abgabe für das Seminar Soundlabor in der Hand. Ich erkläre kurz die Gedanken hinter meiner Abgabe. Während des Gestaltungsprozesses ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass ich die Töne und Geräusche mehr zerstöre, als sie bloß zu bearbeiten. Dieses Zerstören war aber nötig, um zu etwas Neuem, vorher nicht Dagewesenem, zu gelangen. So kam ich zu meinem Thema. Im Inneren. Ich habe eine Form aus Gips gegossen, die ein Geräusch visualisiert. Meine Abgabe befindet sich im Inneren. Ebenso wie ich Geräusche und Töne auseinandergenommen habe, um an das Innere zu gelangen, wirst auch du meine Abgabe zerstören müssen. Viel Spaß, David.